Wir hören beunruhigende Nachrichten und lesen sie auch. Heilige Orte der Jesiden werden gewaltsam beschädigt. Und das erinnert uns an Schändungen von Synagogen in Deutschland und Europa in der Nazizeit, an Kirchen der Christen, zum Beispiel in Ägypten vor wenigen Jahren, aber auch auf Angriffe auf Moscheen hier in Deutschland in den letzten Jahren. Jeder Angriff auf betende Menschen und auf heilige oder geweihte Orte ist schändlich und wird von uns allen beklagt. Manchmal wird in diesem Zusammenhang gefragt, wo ist denn Gott? Ich frage in solchen Situationen immer, wo ist der Mensch? Jeder Mensch hat doch die Pflicht, dafür zu sorgen, dass sein Mitmensch in Frieden leben und auch beten kann. Und jeder Mensch ist doch aufgefordert, das zu tun, was anderen gut tut und das zu hinterlassen, was anderen nicht gut tut. Oder so wie Rabbi Hillel das gesagt hat, was du nicht willst, was man dir antut, das tu auch keinem anderen an. Und würde das beherzigt werden, dann würde es keine Angriffe auf heilige Stätten oder auf geweihte Orte geben. Und dafür, denke ich, sind wir hier zusammen und dafür wollen wir alle uns einsetzen. Andreas, vielen Dank für deine Worte. Ja, es ist furchtbar, dass man immer wieder davon hört, dass sakrale Orte, dass Gebetshäuser geschändet werden. Ich habe gerade gelesen, in Frankreich wird jeden Tag eine Kirche beschädigt, beschmiert oder bestohlen. Das dringt ja kaum in unsere Nachrichten. Ja? Also, und darüber hinaus gibt es natürlich auch staatliche Terrorakte gegen Kirchen. In China werden Kirchen gesprengt. Du hast gesagt, auch in Ägypten kürzlich. Also da passieren schlimme Sachen. Und natürlich, wir wissen alle und glauben das ja auch, Gott wohnt nicht in einem Gebetshaus. Ja, er ist viel größer. Aber für uns Menschen, die an Gott glauben, ist es wichtig, geschützte Räume zu haben, wo wir zusammenkommen und beten können, wo wir unseren Glauben leben können. Und auf diese Weise, wenn wir in Räumen beten, fühlen wir uns verbunden mit Gott. Und wenn man so will, ist in dem Moment, in dem man sich verbindet und zu Gott betet, dieser Ort, an dem man sich befindet, ein heiliger Ort. Und es ist einfach eine Schande, wenn Menschen in der Ausübung ihres Glaubens gestört oder bedroht werden. Wir vom Haus und Wann setzen uns genau dafür ein, dass Menschen jeder Religion ihren Ort zum Beten finden. Und auch wir sind ja gegründet auf einer zerstörten Kirche. Die Reste der Petrikirche wurde von einem Staat, von einem kommunistischen Staat, der DDR, 1964 gesprengt. Wir haben es sozusagen in unserer DNA, in unseren Fundamenten. Wir wissen, was Schlimmes passieren kann und wollen gerade darum für ein gutes Miteinander uns einsetzen und dafür, dass Menschen in Ruhe ihrer Religion, ihrem Glauben nachgehen können. Und freuen uns auch sehr, dass heute unser Partner aus Georgien, Bischof Ilja, mit hier bei uns in der Runde sitzt, in unserer virtuellen Runde und auch berichten kann von den Geschehnissen in Georgien. Ich begrüße euch alle herzlich. Leider ist das Thema, über das wir heute sprechen, immer noch aktuell weltweit. Für alle Anhänger der verschiedenen Religionen sind die Gebetshäuser die heilige, sakrale Orte, an denen sie Gott und Mitmenschen begegnen. Das ist immer schmerzhaft, wenn dann diese sakrale Orte geschändet werden. Die religiöse Situation hat sich in Georgien seit Oktober 2003 allgemein erheblich verbessert. Aber es gibt trotzdem die Fälle, wenn die verschiedenen Gebetshäuser geschädigt oder bestohlen werden. Im 2011 ist eine baptistische Gemeinde in Cachetien Opfer von Vandalismus geworden. In diesen Jahren hat auch die orthodoxe Kirche mehrmals Einbruch mit Vandalismus erlebt, als man die Ikonen entweder gestohlen oder beschädigt hat. Auf Ersuchen der staatlichen Steuerbehörde wurde in einem Dorf in Westgeorgien
das Minarett abgeschnitten, was zu heftigen Protesten der lokalen muslimischen Bevölkerung führte. Was die Beschädigung des Gebetshauses bedeutet, habe ich zweimal persönlich erlebt. Das erste Mal im März 2002, als eine christliche extremistische Jugendgruppe unser Gebetshaus in Kachetien in Brand gesteckt hat. Ich war damals Pastor dieser Gemeinde. Das zweite Mal aber im Januar 2003, als eine fundamentalistische Gruppe von orthodoxen Christen die Friedenskathedrale stürmte. Sie haben die Schwestern und Brüder, die zum ökumenischen Gebetstag zusammen mit anderen Kirchenvertretern versammelt waren, blutgeschlagen, die Fensterscheiben zerbrochen und die kirchlichen Gegenstände zerschlagen. In beiden Fällen fühlte ich mich stark beleidigt und gedemütigt, als wäre jemand in meinen Privatbereich eingedrungen. Natürlich haben die Anhänger aller Religionen das gleiche Gefühl, wenn ihre Gebetshäuser, Synagoge, Kirche, Moschee, Ziyarat geschädigt oder zerstört werden. Wir leben in einer Zeit, in der religiöser Dialog und gegenseitiger Respekt und gegenseitige Solidarität am wichtigsten sind. Eine andere Religion zu respektieren, bedeutet, die eigene Religion zu respektieren. Die Rechte der Anhänger anderer Religionen zu schützen, bedeutet, eigene Rechte zu schützen. Liebe Ilja, vielen Dank für deine Worte und deinen Einblick auch in deine Gefühlswelt und in das, was auch in Georgien du selber lebst und erlebt hast. Heiligtümer und Gotteshäuser sind uns alle anvertraut. Ich finde, wenn irgendwo ein Gotteshaus oder ein Tempel, ein Ort, an dem sich Menschen zugehörig fühlen und versammeln, sich damit identifizieren und dort ihre Religiosität oder Spiritualität leben, dass dieser Ort ja eigentlich die Achtung und den Respekt und auch den Schutz von uns allen natürlich bedarf und ein jeder eigentlich empört sein muss, wenn irgendwo ein Gotteshaus brennt. Im Koran steht ein schöner Vers, der das auch noch mal ein bisschen zusammenfasst und den Schutz des Lebens als auch den Schutz von Gotteshäusern noch mal hervorhebt. Das heißt in der Sure 22: Und wenn Gott nicht die einen Menschen durch die anderen abgewehrt hätte, so wären fürwahr Mönchsklausen, Kirchen, Synagogen und Moscheen zerstört worden, in denen Gottes Name häufig genannt wird. Also all diese Orte werden hier erwähnt als Orte, an denen der Name Gottes auch genannt wird und da, wo Gottes Schöpfung geehrt wird. Und das Höchste der Geschöpfe Gottes ist natürlich der Mensch. Und in diesem Sinne denke ich, dass wir alle betroffen sind und dass wir alle die Verantwortung haben, solche Orte zu schützen. Und ein weiterer Gedanke ist auch nochmal wichtig. Also ein Ort zu schänden kann auch dadurch, glaube ich, geschehen, wie zum Beispiel, dass Menschen durch Worte oder durch ihre Handlung diesen Ort schänden. Denn wenn eine Moschee zum Beispiel oder ein anderes Gotteshaus auf eine Art von, also instrumentalisiert wird, politisch instrumentalisiert wird oder dort Hass gesät wird und statt zu versöhnen, gespalten wird durch Worte, dann ist das auch eine Dimension des Schändigens dieses heiligen Ortes, worauf auch wir immer, glaube ich, ein Bewusstsein haben sollten. Abschließen wollen wir alle dieses Zusammenkommen mit einem gemeinsamen Gebet, was wir in der Reihe nach beten. Und so bete ich. Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Gottes, des Allerbarmers, des Barmherzigen. O Gott, schenke uns Einsicht, unser Gegenüber zu verstehen, ihn, sie und seine Glaubenswelt wertzuschätzen und damit verbunden auch seine und ihre
ja unsere Heiligtümer wertzuschätzen. Sie alle sind Orte des Ausdrucks unserer vielfältigen und universalen Rufe nach dir. O Herr, du bist der Frieden, von dir kommt der Frieden, schenke uns deinen Frieden. Amen. Amen. Adonai os lemoiten, Adonai brech et amo vashalom. Der Ewige gebe allen seine Kraft, der Ewige segne alle Menschen guten Willens mit seinem Frieden. Was die Zukunft bringt, ewiger Gott, du allein weißt es. Wir aber wissen, dass wir bei dir sicher geborgen sind. Gib unserer Arbeit Erfolg, dem Werk unserer Hände. Lass uns dazu beitragen, dass Gottes Erkenntnis, Recht und Wahrheit, Liebe und Frieden sich immer weiter ausdehnen und dass alle Menschen an den ihnen heiligen Orten so beten können, zu dir den Weg finden, wie sie es für richtig finden. Amen. Gott der Barmherzigkeit und der Gnade, segne alle Menschen auf dieser Erde, segne alle Religionen, damit sie Frieden, Gerechtigkeit und Güte dienen. Gib den Anhängern aller Religionen gegenseitigen Respekt und erfülle sie mit Frieden und Freude. Amen. Amen. Gnädiger Gott, du wohnst nicht in Kirchen, Moscheen oder Synagogen, aber du bist dort zu Hause in den Herzen der Menschen, die glauben und zu dir beten. Wir danken dir, dass es Orte und Häuser gibt, in denen wir miteinander beten und von dir hören können. Wir bitten dich um deinen Schutz für Orte der Gottesbegegnung und für die Menschen, die sich darin versammeln. Wir beten für alle Opfer von Ungerechtigkeit und Gewalt. Wir beten auch für jene, die verantwortlich sind für Ungerechtigkeit und alle Formen von Gewalt. Gib uns deine Liebe zu unseren Mitmenschen. Erfülle uns mit Liebe, Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit, damit wir einander Menschenwürde und Rechte zuerkennen und sie achten. Schenke uns deinen Frieden und segne uns heute, morgen und in Ewigkeit. Amen.